Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus Wertheim am Main und filmen heute bei Gümer. Einen Leica, ein Familienmobil. Ja, der Leica EcoVIP L3019. Was den Leica so besonders macht, das zeigen wir euch heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ein richtiges Familienmobil. Wir sind hier über den Hof gegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser hat mir am besten gefallen. Doppelter Boden, hinten Längsbetten, Hubbett. Ihr könnt da die Sitzbank runterklappen. Zwei Anschnallsitzplätze, perfekt für vier Personen, finde ich. Ein richtiger Familiencruiser, ne? Ja. Und eine große Garage hat er auch noch. Auch noch. Und, hatte ich es jetzt schon gesagt, doppelter Boden. Ja, hast du schon gesagt? Habe ich schon gesagt, oder? Aber ich bin ja immer begeistert von doppeltem Boden. Ich mach gleich mal, wollen wir nicht gleich mal damit anfangen, mit den ganzen Bodenluken? Ja, dann lass uns die aufmachen. Ich mach die alle auf. Hier haben wir gleich mal einen Blick auf die Dämmung. Ja. Das ist ja gewaltig, du. Ja. Da kannst du ja schon was reintun. Das ist ja der Hammer. Ach, hier die Bordbatterie. Ich habe mir das erklären lassen heute von dem zuständigen Verkäufer, der für Leica zuständig ist. Dass die Bordbatterie noch nicht drin ist, meinst du? Ja, erst beim Verkauf. Also die haben doch Bedenken, dass die Batterien irgendwann ihren Geist... Ja, die möchten die Batterien schonen. Und deshalb werden die erst zur Auslieferung eingebaut. So habe ich es verstanden. Genau, genau. Aha. Das ist jetzt, was ich denn dich? Hast noch eine Luke gefunden? Ja. Das ist der Frischwassertank. Das ist der Frischwassertank. Hier hast du den Ablasshahn. Mhm. Da kannst du ja auch die Fahrwasserstellung mit einstellen. Und hier siehst du einen Sensor für die Füllstandsanzeige. Und dann gibt es noch ein Fach. Ja, Moment, Moment, Moment. Das ist wiederum der Abwassertank. Da haben wir jetzt einen Blick auf die Sonde, ne? Füllstandssonde. Mhm. Abwasser in der Regel schwarzer Tank und Frischwasser in der Regel ein heller Tank. Mhm. Also keine kalten Füße im Winter, gut isolierter Boden, perfekt, um auch im Sommer Nahrungsmittel zu verstauen, die nicht im Kühlschrank gehören, finde ich immer gut. Zack. Kühlschrank, Slim Tower. Ja, den kennst du. Das ist ein, den kenne ich, das ist doch aber ein Absorber, ist das ein Kompressor? Nein, das ist ein Absorber. Ja, das ist doch hier ein Gasfahrzeug. Ne? Ja, aber der sieht aus wie bei uns. Mit der Schublade da unten. Wir haben das Modell nur als Kompressor. Als Kompressorkühlschrank. Mhm. Ja, Setford. Mhm. Das ist ja ein Riesending. Ne? Was hat denn der? 142 Liter. Mhm. Da steht's. Ja. Mit und ein großes Eisfach. Ja. Funktioniert gut. Ich spreche aus Erfahrung. Ich mache die anderen Bodenluken auch noch zu, dann können wir gleich im Wohnbereich anfangen, weil den finde ich toll. Hier wird doch ganz klar deutlich, das ist wirklich irre, runder Tisch. Man kann wunderbar mit 4, 5 Personen sich um den Tisch platzieren, essen, quatschen. Den Tisch könnt ihr auch verschieben, zeige ich euch gleich. Je nachdem, wie ihr es braucht, geht ganz leicht. Also runden Tisch finde ich ja schön, ne? So, warte mal, der geht so und so, genau. Und dann könnt ihr das machen, wie ihr wollt. So, dann kann ich mich hier hinsetzen. Genau, und jetzt geht er noch ein bisschen nach da. Perfekt. Genau. Es ist ja ein Familienmobil, ne? Ja. Und jetzt kann man das doch wunderbar sehen, wie groß die Sitzgruppe ist, Nora. Ach, toll. Ich kann hier unter dem Hubbett locker stehen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem mit der Deckenhöhe für mich. Viel Fenster auch in der Sitzgruppe. Also du hast einfach auch den Rundumblick. Ich fühle mich ja fast wie in einer Heckrundsitzgruppe. Ja. Du hast hier ein kleines Fenster, du hast da ein Fenster, du hast hier die Panoramadachluke. Ja gut, vorne das Fahrerhaus, da ein Riesenfenster, in der Küche ein großes Fenster. Also das ist ja echt, das ist alles im Blick. Eine Tür hast du auch noch. Ein Fenster. Der Wagen verfügt übrigens über eine Zentralverriegelung. Ja. Da kannst du die Aufbautür auch entriegeln und verriegeln. Was mir gleich auffällt, ist hier die L-Küche. Ja. Das ist ja ein Kochparadies. Ja.
Zwei Waschbecken. Zwei? Ja, zwei. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist cool. Oh, zwei runde Edelstahlwaschbecken und schön tief, ja, für Töpfe. Finde ich immer gut, es spritzt nicht alles über dir, über das Waschbecken. Aber da komme ich doch gleich zu. Jetzt muss ich erstmal zu den Fenstern. Also Mückenschutz, hier kommt einer und raucht da dran. Das wollen wir doch hier nicht drin. Ne? Und jetzt gucke ich mir die Waschbecken mal ganz, ganz in Ruhe an. Das ist ja wirklich toll. Mit großen Stöpseln, die du da reintun kannst. Was haben wir denn? Ein Dreiflammkocher? Muss ich schon. Ja, und der ist gut. Der gefällt mir, weil er einfach zu reinigen ist. Eine glatte Fläche. Hier fehlen die Pinöppel. Durchgehendes Gitter. Oh, das ist ja. Das ist so gusseisern. Ja. Spritzschutz am Fenster. Spritzschutz, wunderbar. Oberschrank jetzt gleich. Ach nee, Push, Nora, ist schon auf. Einmal hier, Spritzschutz. Ah, Dunstabzugshaube. Ich wollte sagen, der hat eine Dunstabzugshaube. Ist der ja war. Der Hammer. Dunstabzugshaube. Also was mir auffällt, das habe ich gesehen, hier guck mal, ganz viele, die haben ganz viele von diesen kleinen Knöpfen verbaut. Ja, auch, ne, in der Schaltern. Sitzgruppe. Mhm. Und hier Phrasenabzug? Ja. Dunstabzugshaube? Ja. Ja. Ah, okay. Funktioniert. Und das ist nicht nur so eine Raumumweltgeschichte, der hat richtig eine Abluftöffnung nach außen. Ja. Ja. Steckdose auch gleich hier. Perfekt. Also das ist schon, hier lässt sich's gut kochen. Wo wir Oberstrecken sind. Ich mache die jetzt mal alle auf, sogar hier in der Ecke. Guck mal. Oh, hier in der Ecke ist hat auch. Hat ja schon italienisches Design, oder? Ja. Oh, die geht aber schwer. Oh, die geht schwer. Verdammt. Ja, das sind ganz schön große Beschläge da. Ja. Und hier mit dem Metall abgesetzt an den. Der Tisch, ja, genau. Den habe ich nicht festgestellt. Das hat was. Das ist Metall. Das ist Metall, es ist kalt. Ist kein Plaste. Ja. Ja. Kissen. Ja, ja. Ach so, ich könnte mir vorstellen, dass hier hinter die Mechanik sitzt fürs Hubbett. Ne? Genau. Stehhöhe hast du auch kein Problem da in der Sitzgruppe? Nein. Wegen dem Hubbett meine ich, das ist ja noch da drüber. Du, bevor wir das Hubbett runterfahren, sei so gut, mach den Schrank wieder zu. Den muss ich zumachen, der wird dann mit runterkommen, denke ich mal. Ne? Dann haben wir hier ganz klassisch im Eingangsbereich, ne? Steuerung der Truma Kombi, das Bedienpanel zur Anzeige der Füllstände. Und rechts die Steuerung für die Satellitenanlage. Und was mir hier auch aufgefallen ist, hier sind einige USB-Dosen verbaut und da sind auch USB-Typ-C Anschlüsse mit bei. Ne? Setzt sich ja immer mehr durch, braucht man natürlich dann auch immer öfter. Handys laden, Tablets laden, solche Geschichten, Nora. Ja, das ist praktisch. Ambiente Beleuchtung, Hubbett. Ja, immer wieder die kleinen Schalter. Ambiente Beleuchtung, Ambiente Beleuchtung oben. Und hier haben wir Touch. Ach, das Touch? Jeweils Touch. Genau. Muss ran? Ja. Ja. Touch, touch. So, machen wir sie alle an. Genau. Ablagefläche hier oben übrigens total breit. Ne? Guck dir das mal an. Guck mal, ich habe die Fototasche dahingestellt. Ne? Ja, ja. Da ist genug Platz. Genau. Ah, was haben wir denn hier? Hier ist das Band gerissen. Alles klar. Da hat wohl jemand zu stark. Lassen wir mal lieber in Ruhe. Ja, die Jungs sind ja hier gut drauf, ne? Ja, die schrauben dir das ja wieder zusammen, das ist ja nicht das Thema. Alles klar. Kann passieren, ne? Wenn man zu schnell. Ja, klar. Das kann ja auch mal ab Werk schon so sein. Schubladen erstmal hier, ne? Bevor wir hupen. Das finde ich natürlich immer schön. Apothekerauszug. Ja. Okay. Mhm. 15 Kilo maximal. Du, Metallbeschläge sehe ich hier, ne? Ja, ist gut. Ach, das fühlt sich gut an. Ja. Wir haben ja bis jetzt nicht so viele Leica gemacht. Ne? Ein Kastenwagen. Guck mal, hier sind keine Umleimer. Hier kannst du mal drauf filmen. Hier kannst du das Holz sehen von dem Möbelbau. Ach, das haben die offen gemacht? Das haben die offen gemacht. Das finde ich gar nicht schlecht. Ach, das ist ja das. Keine Umleimer. Ja, fällt mir gerade auf. Das ist ja schick gemacht. Das finde ich gar nicht schlecht. Da siehst du auch mal das Material. Ne? Ja, hier haben sie Umleimer. Ja. Und hier nicht.
Ich finde das ja schöner hier. Ja, ich auch. Wenn ich ehrlich bin, da siehst du die Maserung da. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Genau. Und dann die Öffnung, jetzt ist verriegelt. Hier rauf. Ja, riesig. Ja, das ist ja, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Nicht einfach nur schnöde Pushlocks, nein, so, so breite. Warte ist auch mal. Metall. Warte mal. Ja. Selbsteinzug, Schublade auch hier mit der Optik. Mhm. Und nicht irgendein Kunststiftchen. Hier ist ein Schrank. Da haben wir noch einen Schrank. Da weiß ich jetzt nicht, was wohl dahinter ist. Das sehen wir vielleicht nachher beim Außenstauraum. Mhm. Sag mal, habe ich denn hier nicht wieder Hettich gesehen? Nee, hier steht jetzt nichts dran. Du kannst die einstellen, ne? Man kann, ich habe zu kurze Fingernägel. Man kann die dort die Abdeckung abnehmen, tut dir nicht weh. Und damit kannst du die Schubladen justieren, ne? Dass du die in der Höhe einstellen kannst, damit du nachher auch ein vernünftiges Spaltmaß bekommst. Ne? Da geht es ja um die Einstellung in der Höhe. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Und kannst die Abdeckung wieder drauf machen. Mach ich. Zack, schon wieder dran. Ja, gut, Kühlschrank hat man. Oh, was ist denn das da drunter? Da muss ich ja mal gucken. Ah, eine Klappe, was haben wir denn da? Ich kann es gar nicht sehen. Ach doch, die Hähne. Die Absperrhähne. Oder man sagt ja eigentlich Absperrventile für die Gasanlage. Mhm. Die haben wir da unten, ja. Also sie achten schon auf Optik, ja? Ja. Bei Leica. Allein schon die schwarzen Heizungsausströmer. Das finde ich gut. Das hat ja schon mal was. Ich habe hier noch, ach siehst du, hier ist auch was. Oh. Stauraum. Das ist ein großer Stauraum, ja. die ganze Bank da, ne? Ja, die ganze Bank. Die Sitztruhe. Ja. Da ist ein Bodenbrett drin. Ja. Und eine Außenstauraumklappe. Und wenn du jetzt was Höheres da verstauen willst, dann kannst du dieses Bodenbrett rausnehmen und hast eine höhere Stauraumhöhe. Eben. Das ist nicht schlecht. So, jetzt machen wir das Klett wieder dran. Das finde ich auch interessant. Guck mal, das Rückenpolster ist schmal gestaltet, dass du eine schöne breite Sitzfläche hast. Ja. Ja, wenn du sonst hast du ja so Rückenlehnen, die etwas breiter, ja, auch hier, ja, die sind schmaler. Das finde ich nicht. Ist ja mal was anderes. Also die Materialanmutung, also die Haptik, ja, ne, das Tasterlebnis, ja, das hat ja was. Ne? Ja. Guck mal, siehst du, wie ich hier drauf sitzen kann? Oh ja. Das ist bequemer dadurch, dass die Rückenlehne nicht so breit ist. Ja. So. Wo geht man jetzt hin? Mich interessiert natürlich, weil wir gerade in der Sitzgruppe sind, was habe ich denn noch für Platz, also in der Stehhöhe, wenn ich das Bett runterlasse? Also das hat... Das ist aber flott unterwegs, das Bett. Ich weiß noch, wir hatten mal ein Fahrzeug vorgestellt, das ging so langsam. Ja, und da konntest du Kaffee trinken. Da habe ich Kaffee getrunken. Ja gut, ich kann Sitz, also ich bin 1,64. Also wenn das Hubbett unten ist, jemand, der natürlich größer ist, wird dann schon Schwierigkeiten haben. Ja, wird ein bisschen knappe. Ja. Ne? Ja. Na gut, Leica wollte wahrscheinlich die Fahrzeughöhe nicht in immense Höhen hochtreiben. Ne? Ja. Und wollte... Genau. Ne? Daten und Fakten gibt es ja nachher zum Schluss. Ja. Und dann lese ich auch die Bettengrößen vor. Ich habe gerade so überlegt, ne? Frankreich hast du ja die Maut auf der Autobahn auch höhenabhängig, ne? Fahrzeughöhenabhängig. Mhm. Ob das so einen Grund mitgespielt hat, ich weiß es nicht. Ich kenne mich in Italien nicht aus. Ja, er sieht ganz schnittig aus von außen. Ja, der sieht schnittig aus, klar. Mhm. Und dann möchtest du nicht so einen Schuhkarton draus bauen, genau, und den nochmal 20 höher bauen. Ne? Ja. Schnittig mit Rahmenfenstern, aber die zeigen wir noch. Wir gehen ja noch ums Fahrzeug. Ja, klar. So, jetzt möchte ich ins Bad. Oh, da gibt es nochmal Lämpchen. Man kommt dann vom Hubbett auch an die Heizung. Ah, und da oben kann man sind auch Ablagen, ne? Und auch Ablagen. Das sollten wir vielleicht noch zeigen. Eine Bügeldachluke. Ja. Mhm. Und du kommst ja vom Bett an die Heizung ran. Ja. Ja. An die Einstellung. Mhm. Das ist was hier. Upplack. Warum mir dieses Fahrzeug auch so gut gefallen hat, wenn man ja mit zwei Kindern reist oder auch mit einem Kind, also wie gesagt Familienfahrzeug, möchte man ja auch hinten mal seine Ruhe haben. Das heißt, ich kann die Badezimmertür nehmen und hier schließen. Okay. Und damit man natürlich jetzt nicht hier dieses offene Badezimmer hat, hat man aus optischen Gründen
Das finde ich ganz gut. Also du guckst nicht immer auf Waschbecken und Klöchen. Ach, du hast noch mal ein Faltrollo oder einen Faltvorhang. Schließen, ja. Genau. Das finde ich ganz gut. Ne? Das finde ich nicht schlecht. Und so guckst du nicht, wenn die Tür geschlossen ist. Hier kannst du sogar noch was dranhängen. Das ich wollte sagen, das ist jetzt keine Leiter hier, ne? Nein. Das würde ja gar nicht, das würde ja das nicht ist funktionieren. Keine Leiter. Nein. Also die Idee finde ich gut. Ein Zweiraumkonzept. Auf jeden Fall, ja. Da oben ist sogar noch Stauraum über dem Kühlschrank, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, das stimmt. Haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Ja. Dann machen wir mal das zurück. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Kannst du mit dem Druckknopf hier schließen. Dann schlabbert es nicht. Die Tür ist ganz schön breit. Aber ja, die ist groß. So. Ja, die ist sehr groß. Aber gut, die kannst du ja von hier öffnen und dann. Aber bei mir geht's jetzt. Also hier geht's gut vorbei. Stört mich. Ja, da kommst du vorbei. Masse Platz. Ja, mal. Oh ja. Oh. Perfekt. Nochmal. Große Töpfe. Du brauchst immer irgendwo einen großen Schrank. Immer. Hoch und breit. Auf jeden Fall. Jemand, der gerne kocht, der braucht das. So, jetzt gehe ich ins Bad. Leica nennt dieses Bad Variobad. Variobad? Ein Variobad. Du siehst, es ist eine integrierte Dusche. Wenn du kommst, ich setze mich mal auf die Toilette. Zwei Fenster haben wir sogar hier, eine kleine Bügeldachluke. Ja. Das ist schon mal gut zum Lüften. Ah, Push. Ach, guck mal, hier liegt schon der Verbandskasten. Ja klar, falls auf dem Klo mal was schief geht. Kommst gut ran hier an den Siphon. Ach, guck mal, hier ist die Klorollenhalterung. Auch, ne, Stäbe stehen leicht schief. Das hat ja was. Also ich bin auf dem Klöchen, muss nur das Knie ein bisschen zur Seite nehmen, okay. Und dann komme ich ans Klopapier. Auch mal was ganz Neues. Was haben wir denn noch an Schränken? Ach. Oh, die ist gut. Oh, die geht aber. Die ist dicker als die, die ich kenne. Die sieht massiv aus. Die sieht massiver aus, ja. Birte, als die, die wir kennen bis jetzt. Gut, immer mal was Neues. Abstellfläche. Wenn du eine Steckdose siehst, dann sag mir das ruhig. Ich melde mich. Ich suche ja immer die Steckdosen in den Bädern. Klemmt das? Oh, ich dachte, das ist aber knapp da oben. Jetzt möchte ich aber duschen. Duschen. Variobad. Ganz vorsichtig. Ich weiß nicht, was mit denen passiert. Das sind Zahnputzbecherhalter waren das. Ne? Also das ist ja mal Platz in der Dusche. Hier müsst ihr euch jetzt noch die Armatur vorstellen, ne? Den Pauseschlauch mit dem Duschknopf. Ja. Also du hast zwei Armaturen, eine am Waschbecken und eine im Duschbereich. Ja. Das dient als Duschvorhang, habe ich das Gefühl. Das ist ein Duschvorhang. Also nicht, wie ich gesagt habe, ja. Kann man aber auch genau. Nutzen. Also kannst du machst die Tür zu und dann hast du den Schutz. Ja. Genau. Okay. Du stehst auf einem auf einer Holzlattenroste, so heißt es, glaube ich, richtig. Genau. Und wir haben zwei Abläufe, einmal rechts und einmal links. Und wieder die großen Wiener Küche. Diese großen. Richtig große. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Nicht so Spielkram. Das sind richtig Oschis. Mhm. Haben wir die hier? Ach, die haben wir ja hier auch in den Waschbecken. Ja, genau. Das finde ich gut. Dann klappt es auch mit dem Ablauf. Genau. So, und jetzt habe ich hier so ein. Hiermit kann ich das wieder zurück schwenken. Mhm. Zack. Sandwaschbecken. Ja. Lichtschalter. Genau, den habe ich noch gesucht. Ich suche gerade. Steckdose haben wir da drüben. Okay. Steckdose ist hier. Da du hier gleich das Bett. Funktioniert. Reicht. Und komm ins Schlafzimmer. Ich mache dir erst einmal den wahnsinnig großen Schrank auf. Warte mal, ist das jetzt ironisch oder ist er groß? Er ist groß. Da muss ich gucken. Ich muss festhalten, wir stehen schief. Ja, wir stehen schief, klar. Ah, okay. Groß. Landstromeinspeisung, gucke ich gerade drauf da. Auf die Kabel. Heizung, hier gibt es noch eine. Da muss ich reinschauen. Mhm. Also, was du hier auch wieder siehst, das sind diese vielen Möbelbelüftungen, ne? Hinterlüftung. Mhm. Was haben wir denn hier? Aha. Das ist ein Installationsboden. Guck mal, da kannst du in den Doppelboden reinschauen. Ja. Das sind richtige Kunststoffrohre, die da verlegt sind, du. Fürs Abwassersystem. Das ist natürlich klasse.
Guck mal, nicht so kleine Schläuche und sowas. Nee. Da haben die sich Gedanken gemacht. Ja gut, bei den großen... Und ist dir das was aufgefallen? Licht ist angegangen. Ja, Licht geht an beim Öffnen und aus beim Schließen. So. Andersrum wäre es ja auch doof, Nora. Ach so, ja, so war das. Genau, ich gehe mal. So, hier hast du noch mal Schublade mit Ablagefach. Ja. 3. Und wie komme ich jetzt ins Bett? Einmal ziehen. Ach, da gibt es einen Tritt. Dann rastet das hier ein. Hm. Und wenn du wieder einschieben möchtest, musst du es nur runterdrücken. Und dann geht es wieder rein. Und der Tritt ist wahrscheinlich auch ein Stauraum, ne? Auf jeden Fall. Wie immer. Und da drüber noch einer? Noch einer. Klar. Dann klappt es auch mit den Schuhen, Nora. Nee. Nee? Hier würde ich... Wir haben ja bei uns im Hümer haben wir die dreckige Wäsche. Das ja, finde ich immer toll. Wäschefach. Du bist im Bad und gleich... Ja. Pscht, ja? Dreckige Wäsche. Es gibt hier zwei Leitern. Das ist einmal die Leiter fürs Hubbett und einmal die Leiter für hier, wenn das verbreitert ist. Wir haben Oberschränke. 1, 2, 3, 4 mit Klappe. Und offene und 2 Ablagen, ja. Offene Ablagen. Ja. Die aber, die sind, oh Gott, sind die groß. Also bei den offenen Ablagen große Teile. Also Stauraum reichlich. Ja. Stauraum satt. Ja. Gibt es hinten noch eine USB-Dose, wahrscheinlich an der Lampe, ne? An diesem Spot. An der Lampe. Ja, ja. Dass du da auch mal ein Tablet laden kannst oder was. Und ich sehe ja auch da oben wieder, du in den offenen Schränken, ne? Ja. In den offenen Ablagen da oben. Da hast du rechts und links auch wieder eine USB, Doppel-USB. Sprich einmal USB, einmal USB-C. Das Mann! Das ist gut, das setzt sich langsam durch. Ne? Ja. Wie schlafen wir denn? Auf Lattenrosten? Was haben wir denn? Ja, das sind so Kunststoff. Ach, das sind wirklich Lattenrosten? Nee, nicht Kunststoff, Quatsch, mit Holz. Nee, das ist ja nur die Führung. Das ist Kunststoff, ja, genau. Und das ist Holz, ne? Ja, Lattenroste. Das ist natürlich auch durchdacht, ne? Warum da? Du kannst alle Schränke auf einmal aufmachen oder öffnen. Ach, dann kommen weil die Klappen. Weil du da keine Klappe hast. Ja, dann kommen sich da nicht zwei Klappen ins Gehege. Mhm. Ja. Mhm. Klaro. Wobei ich ja immer ein Problem habe. Was mache ich rein in die offenen Schränke? Also Pullover, ja, die nicht so schnell rauspurzeln. Also da machst du deine Reisebibliothek rein. Auch nicht schlecht. Wird heutzutage noch gelesen? Nein. Wer liest von euch noch? Bücher. Ja. Jetzt gehen wir noch einmal ums Fahrzeug rum, zeigen euch die Garage und die Außenstauräume. Ja, alles, was es von außen zu sehen Alles, was es von außen zu gesehen Wir machen mal alle Klappen auf. Wir machen alle Klappen Los. Auf. Schlüssel habe ich. Genau. Das war jetzt die unter dem Sitz. Genau. Wo du sagst, oh, da ist ja eine Lampe. Da ist ja eine Lampe. Warte mal, ich halte mal. Du kannst, guck mal, das ist hier so ein Türstopper. Ja, damit es dir nicht auffliegt. Hier hast du eine Lampe. Ja. Du kannst den Boden rausnehmen, ja. Wenn du was Größeres reinstellen willst. Und der geht einmal ganz rüber. Hallo? Ja. Bei dir geht der Stauraum noch zur Seite weiter, ne? Auf jeden Fall. Die Klappe ist größer. Ja, ich komme mal rüber. Du hast Licht auch hier. Ich bin ja vollends begeistert. Ja. Guck. Ach, hier ist der, da gibt es einen Hauptschalter für die Batterie. Zugang zu den Sicherungen. Alles super zugänglich. Ladegerät. Wieder eine Lampe. Da ist das Frostwächterventil. Es ist doch der Hammer, Bertel. Guck, schau an. Alles, ich finde das toll. Gibt es ein Problem? So Kleinigkeiten, ne? Guck mal, wenn du hier ran musst, dann hast du hier gleich einen Spot, ne? Genau. Das finde ich witzig. Mhm. Haben sie überlegt gemacht. Ja. Wirklich. Kleine Details, an denen man sich gerne erfreut. Auf jeden Fall. Die kannst du hier übrigens... Einrasten. Einrasten. Dann geht's hier weiter. Gaskasten. Mhm. Da liegt... Ach, guck, hier ist die Duscharmatur, liegt hier drin. Das ist ja ein Neufahrzeug, das ist ja noch gar nicht... richtig zusammengeschraubt. Ja. Und dann hast du hier den Gaskasten für 2x11 Kilo. Und das sind doch mal Propfen hier. Stöpsel. Abflussstöpsel. Genau. Das hat doch mal was. Eben. Das ist doch eine vernünftige Größe. Auch mal was anderes hier mit den Griffen. Ja, diese länglichen, ne? Mhm.
Ah, Frischwasser? Ja. Es fängt an zu tröpfeln, Berti. Ja, dann gehen wir ein bisschen Gummi. Ja. Ah, Garage ist beleuchtet und sehr großzügig, ne? Ja, total. Sehr großzügig. Hier ist ein... Ach, das ist der Schalter für die Beleuchtung? Ja. Boah, ich sehe gerade Technik bei dir, da muss ich rumkommen. Ja, komm rum. Also hier hast du noch mal einen großen Stauraum. Ja. Ja. Hier sind Staufächer. Hier. Hier hinten. Da bist du noch mal, hast eine Installationsebene. Mhm. Hier ist noch eine Installationsebene im Doppelboden. Du kommst überall gut ran. Verzurschienen am Boden. Hier, rechts und links. Mit Ösen. Und das ist natürlich hier, das ist gut gemacht. Druckwassersystem. Du hast eine richtige Druckpumpe mit Ausgleichsbehälter. Die Pumpe und der Ausgleichsbehälter, die sind beheizt. Da ist eine Heizungsleitung. Und hier nochmal ein Blick auf diese Bodenplatte. Mhm. Fett gemacht, fett gebaut auf jeden Fall. Lichtschalter übrigens bei dir und bei mir, auf beiden Seiten. Da ist so ein kleiner Schalter und Abwasserhahn, denke ich mal. Ich sehe gerade, du hast ein elektrisches Ventil für den Abwassertank. Ja. Und hier habe ich deinen Lichtschalter gefunden. Ja. Und der Hinweis, ne? Maximales Ladegewicht für diesen Stauraum sind 250 Kilo. Ne? Ja. Immer schön auf die zulässige Achslast hinten achten, ne? Wenn er den Wagen beladet. Nicht hier mal eben so 4 Mopeds reinschieben. Ne? Und auch ein Heizungsausströmer ist im Garagenbereich. Das ist in Ordnung. Ich habe noch Daten, und zwar zu den Türen der Garage. Ja. Bei Bertel auf der Seite, das heißt also die Beifahrerseite, ist die Tür ordentlich groß. 95 x 1,15. Ach, die ist größer, sehe ich gerade. Ja. Die ist größer, auf jeden Fall für Fahrräder. Und hier 65 x 1,10. Auch nicht schlecht. So, und jetzt gehen wir rein. Es fängt nämlich leicht an zu regnen. Daten und Fakten. Jetzt machen wir es uns gemütlich. Mein schlaues Zettelchen. Also, Daten und Fakten. Bei dem Leica EcoVIP L3019 haben wir eine Länge von 6,99 Meter, also noch unter 7 Meter, ganz, ganz knapp. Breite 2,25 Meter und Außenhöhe von 2,96 Meter. So, Bett vorn. Das heißt also, das Bett, Hubbett, 1,86 in der Länge mal 1,39 auf der einen Seite und 1,09 auf der anderen Seite. Ja, es verjüngt sich ja hier. Mhm. Genau. Ne? Also wir haben hier 1,39 und da 1,09. Hinten haben wir 1,93 mal 82 und 1,91 mal 82. Also Breite gleich. Ich denke, das hier, das sind nur 2 Zentimeterchen. Ja. Ich denke, das ist auf dieser Seite. Die Badseite ist etwas länger, ne? Mhm. Genau. Kühlschrank hatten wir, glaube ich, gesagt, 140 Liter. Frischwasser 120, Abwasser 100. Masse im fahrbereiten Zustand, je nachdem, nach Ausstattung, liegen wir hier bei 2851 bis 3149 Kilo. Eine Innenstehhöhe haben wir hier. Wahrscheinlich nicht unter dem Hubbett von 2,05 Meter, Innenbreite 2,12 Meter. Wandstärke haben wir 34 mm, Dach 38 und beim doppelten Boden steht hier 42 plus 10. Optional könnt ihr, wir haben jetzt hier eine Gas-Warmluftheizung, das seht ihr durch die Heizungsausströmer. Ja. Ihr könnt das Fahrzeug aber auch mit Dieselheizung bekommen oder mit einer Warmwasserheizung von Alde. Das ist auch cool. Ja. Dann hast du so ein Arktik-Paket, ne? Auf jeden Fall. Wenn es mal kälter wird. Genau. Nora, darf ich dich mal stören? Mhm. Wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet Grundpreis auf Fiat mit 140 PS 87.223 und der Angebotspreis hier auch mit Fiat als 4,4 Tonner mit 180 PS und Automatik und natürlich vielen, vielen, vielen Extras, 104.490 Euro. Habe ich da nicht irgendwas läuten hören? Ja,
Black Week. Da habe ich's doch, da habe ich's doch. Und zwar eine ganze Woche, da gibt's glaube ich auch dann diesen Black Friday. Die geht vom 20.11.2023 bis zum 27.11. Rabatt bis zu 25% möglich. Genau. So, Rucksack, Handtasche. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das fast, mir gefällt das gut. Also ich ja sowieso doppelter Bodenfan. Hier ein Wahnsinns-Kleiderschrank. Ach ja, das konnte man übrigens, habe ich gar nicht rausgezogen. Ausziehbare Kleiderstange. Ja, ausziehbare Kleiderstange. Hier die zwei Fächer. Also ich. Weißt du, was mir auch auffällt, das sind so diese kleinen italienischen Details. Ne? Hast du mal gesehen, wir haben ja runde Ecken. Das ist nicht eckig ausgeschnitten, das ist rund ausgeschnitten. Ne? Tatsache. Italienisches Design. Versenkte Pushlocks. Das ist doch echt der Knaller. Ja. Feinheiten, wirklich ja. Feinheiten. Das war's aus dem Leica EcoVip. Heute aus Wertheim. Wir haben hier bei Leica viele neue, interessante Detaillösungen gesehen. Für uns neue Detaillösungen? Ja. Also so macht Reisen mit der Familie doch richtig Spaß. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Auf jeden Fall. Bis die Tage. Tschüss. 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 Tschüssikowski.